So, Mikrofon nimmt er an, das ist hier nice. Dann hauen wir mal den Gameplay-Sound rein und den aktiven Stream. Und dann auch nochmal gleich dann die Leute in Discord dazu holen, wir sind nämlich schon gerade da. Bevor ich das tue, erstmal Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück. Für alle, die jetzt gerade dabei gewesen sind bei First Days of Atlantis. Heute jetzt nochmal ein kleinerer, weiterer Mini-Stream mit Slayaway Camp. Aber bevor ich jetzt dazu noch ein bisschen was mehr sage, holen wir erstmal die Leute rein, weil die wollen ja auch noch ein bisschen was zu vertellen haben. Deswegen, jetzt dürft ihr euch offiziell ganz wieder daneben benehmen. Live. Juhu! Nach Sturm, ihr habt den Level, Bock abgeschafft. Leute! Nice. Lieber, In der Pause ist übrigens noch André dazu gekommen, also nicht wundern. Wenn ich bitte den Ding. I have a 13-inch penis. Made of steel and chrome. Ich wollte dem Wetter nicht so viel Aufmerksamkeit nur gegeben, weil ich hab's halt vorhin in der Timeline gesehen und hab mir gedacht, ja, okay, gut. Schon reicht auch schon wieder für die nächsten paar Jahre, das gesehen zu haben und da. Ja, Nice. Tito. Kurz Ich wollte Information für alle, ich will jetzt nicht ins Wort fallen, sorry, aber kurz Information für alle, die jetzt hier dabei sind und gerade gucken oder noch nicht gucken. Ja, ich streame und spiele gerade Slayaway Camp. Das werden wahrscheinlich die meisten Leute nicht so wirklich kennen, sondern eher das Friday the 13th Spiel, was ja darauf aufgebaut ist, beziehungsweise aufgekauft worden ist. Deswegen, ja, sind wir nicht Jason, sondern wir sind einfach nur Axtmörder. Dude. Und können auch zwischen verschiedenen Szenarien und Mördern wählen. Ich habe es, keine Ahnung, irgendwann mal gekauft gehabt, habe mir schon alles irgendwie freigeschaltet. Aber ja, schauen wir einfach mal. Es ist im Grunde einfach nur Sokoban, nur ein wenig brutaler. So, und so viel Okay. dazu gesagt, jetzt können wir wieder über anderes Zeug quatschen. Lass uns über Wingel reden. Echt. Nee, Nee. hier gibt's ja nicht viel zu reden. Ich habe heute Immer Kevin. gestern eine Liste gesehen, wo ich dann auch Brutalsten direkt Mörder auch aller tätig Zeiten. geworden bin. Da habe ich dann gleich diesen Spinosaurus-Doodle gemacht. Der tatsächlich ein kleines bisschen besser geworden ist als gedacht. Na, das ist Habe ich noch natürlich die gut, aber Glowicles, die hey, ich alle hatte? für 10 Minuten fand ich ihn noch einigermaßen annehmbar, hätte ich gesagt. Naja, gehen wir mal ins Spiel rein. Und da wollte ich nämlich dann direkt gleich die Frage stellen. So, Okay, ich ob poste dir du mal. heiraten willst. Nein. Oh. Eher, so funktioniert der Link. Natürlich nicht, aber ist ja auch egal. Oh doch, funktioniert er. Sagt mir euren Lieblingsdino. Okay, das Jeder ist nach, also natürlich jeder ein nacheinander. Anruf. Der ist Okay. ein T-Rex. Okay, bis später, Annie. Okay. Oh, Also, bis dann. ich rufe Leute auf und die sagen dann Text, du hast das gerade was gesagt. Der Standard T-Rex. Der T-Rex, Normal, also früherer Standard oder mit Federn? Früherer Standard mit So. Mikrofon und schlechten Dad-Jokes. Ah, okay. Was ist jetzt streamfreundlicher? PS So. oder also Puzzlespiel oder Blutbad? Blutbad. Ben, was ist dein Lieblingsdinosaurier von dieser Liste? Oder sag einfach Mein irgendeinen. Ich denke, du wirst ins Braune treffen, der wird schon hier drauf sein. Lieblingsdinosaurier. Gute Frage, gute Frage. Wenn du Zeit zum Nachdenken brauchst, kann ich die dir geben. Ja, mach mal. Ich muss eh mal erstmal auswählen, was Okay. hier gerade Twitch-freundlicher ist. Nick, dein Lieblingsdinosaurier. Ja, gehen wir mal mit der etwas niedlichen Variante. Falls Pix was sagen sollte, man hört sie mal wieder nicht. Alle. Alle. Toll. Ah. Keine Ahnung. Schau dir doch die Liste an. Vielleicht gefällt dir einer vom Aussehen. Vielleicht willst du einen von den Guck coolen. einfach den, der am ähnlichsten nach Alexa aussieht. Der Gibt's auch noch extra Allosaurus, ist nochmal. das ein Fleischfresser? Ja. Yes. Das wollte ich dich gerade mal selber raten lassen. Ah, mir ist Also, eingefallen. Plesiosaurus. es sieht nach einem Fleischfresser aus. Hast du auch vollkommen recht. Weil normalerweise Pflanzenfresser hatten doch zu der Zeit einen langen Hals, damit sie überall hinkommen. Und auch einen kleineren Schädel. Nicht alle tatsächlich, aber ja, generell. Also, das ist ein großes Missverständnis, was tatsächlich entsteht, aber ja, so grundsätzlich. Also, es sind da natürlich die Sauropoden, für die sind halt die Jurazeit bekannt, für die auch der Allosaurus gelebt hat. Ich möchte übrigens mal ganz kurz erwähnt haben, dass die hier nicht to scale sind. Also, die sind. Die haben. Die
die sind in keinem richtigen Verhältnis zueinander. Ich habe keine Ahnung, weil die Diplodocus ist halt rund 30 Meter lang bis zum Ende, während ein Dilophosaurus, wie lang waren die denn? Weil die Dilophosaurier waren tatsächlich sogar ein bisschen größer, ich glaube die waren um die, oh lass mir die Lügen, 3 Meter bis 4 Meter lang. Velociraptoren waren aber relativ klein, die waren so klein wie, keine Ahnung, ein etwas größerer Hund, etwa, ungefähr. Na, natürlich ein Brachiosaurus, die sind bis zu 25 Meter, nee, 15 Meter hoch. Die sind 25 Meter lang, 15 Meter hoch. Was haben wir sonst noch? Aber was Pflanzenfresser auch hatten zu der Zeit, war unter anderem der Stegosaurus. Die hat halt diese Platten auf dem Rücken und die Stacheln am Schwanz. Die, und auch, ein, auch eine Sache, die ein bisschen, die häufig nicht ganz so präsent ist, das sind die Sauropoden, das heißt die mit den langen Hälsen. Dass die ihre Blütezeit gar nicht mal in der Jurazeit hatten, auch wenn man die am ehesten damit assoziiert. Die hatten tatsächlich bis weit in die Kreidezeit ihre Blütezeit. Nur, also diese ganzen bekannteren wie die Diplodocus oder Brachiosaurus stammen halt aus der Jurazeit. By the way, Lynn, meine Bedenkzeit ist ja jetzt auch vorbei. Plesiosaurus, weil Nessie. Okay, das ist ein gutes Ding. Das ist ein aber es ist natürlich kein Dinosaurier, das heißt, du bist disqualifiziert, 6 Sätzen. Oh, ja, du warst ein Reptiles. Ja, ja. Rexy, du musst noch. Und als nächstes sagst der du... Der Peter Dactylus. Oh. Als nächstes kommst du noch mit an, dass, keine Ahnung, McDonalds-Essen nicht gesund ist. Was? Fun Fact, viele Ernährungswissenschaftler... Oh, nee, ich möchte tatsächlich Beast Wars Megatron... als Contender einwerfen, weil der ist ein pinker T-Rex. Oder lilaner T-Rex, vielmehr. Okay. Das kann ich zwar auch nicht ganz werfen, aber ich werde es mal akzeptieren. Ja, gut, ne? Ich denke mal, das ist eine Frage, die heutzutage anscheinend nicht mehr hip mit der Jugend ist. Ich glaube, ich bin leider zu boomerhaft dafür. Was sagt jetzt eigentlich der Dino über unsere Persönlichkeit aus? Gar nichts. Was? Also, ihr seid, der sagt eigentlich fast alle, also alle Antworten sagen mir, dass keine Nerds seid, so wie ich. Es könnte noch schlimmer kommen, wir könnten irgendwelche Buzzfeed-Artikel vorlesen. Es ist ein Pluspunkt gegeben, wenn ich gesagt hätte, Du hättest jetzt safe meinen Lieblingsdino. Hätte es Pluspunkte gegeben, wenn ich gesagt hätte Earl aus, Wenn? Aus, Dinos? Ich wollte ihn gerade fragen, wenn er mir sagen kann, was für ein Dino-Art das ist. Ah, oh, verdammt! Ich nehme es aber heute direkt nicht verstanden. Schönen Dank, du Arsch. Das ist korrekt, das ist korrekt. Was ich gerade sagen wollte, es könnte ja noch schlimmer kommen. Wir könnten Buzzfeed-Artikel vorlesen oder wieder in die Höhle der Löwen-Liste abdriften. Oh Gott, mein Nacken. Aber warte mal, ich habe hier doch. Deswegen Dinos-Thema. Science Daily, Paläontologie News von heute. Was haben wir denn hier? Okay, das ist ein Loch. Rewriting the History. Kann es sein, dass irgendwie keiner den Stream schaut? Ich habe gerade mal auf Twitch geguckt. Oh. Nein. Ja, könnte auch daran liegen, dass ich das Spiel Twitch-freundlich spiele. Weil es ist eigentlich ziemlich gorig und auch ziemlich blutig, aber es ist ja momentan auf Twitch. Deswegen. Ich mal lieber ein bisschen so die safe Tour. Oh, ein wissenschaftlicher Artikel über das Massenaussterben der Triaszeit. Also, Lynn, ich hab dir nochmal meinen Lieblingsdino reingepostet. What's the difference between a camera and a foot? A camera has photos while a foot has 5 toes. Ha! So, ich kann einen neuen Maler kaufen. Er verdient es, von der Bühne gemobbt zu werden. Guck, wie traurig er ist, dass niemand lacht. Das Ding ist, die lachen nicht noch nicht, die sind alle aktiv verstört. Ja, was ist das wirklich für lustig, ey? Das Schlimme ist, es ist irgendwie witzig. Das Ding ist, das ist so einer von diesen Momenten, wo ich immer sage, ich sehe, wo der Witz ist, das sehe ich. Das kann ich auf einer intellektuellen Ebene, kann ich ja sehen, wo das in der Theorie witzig ist.
aber es zündet nicht. So als ob irgendwo die Zündkerze einfach weggemacht ist. Ja. Okay, ich soll mich da gerade ausgelöscht abknallen. Stop right there! Yes. Wie gesagt, das World Train Center hat besser gezündet. Oh! Kommt fast wieder. Also willst du jetzt sagen, Energon can meet Steel, can melt Steel Beams? Mein lieber Treximus Prime? Splatterlicious! Energon burns very good. That's what I wanted to say. Das wollte ich sagen, ja, Energon brennt sehr, sehr gut. Ah, ich hab. Ich meine, wir wissen nicht, wo Starscream war am 11. September. Aber nur wenn's. Wollt ihr mir damit sagen, Starscream ist besoffen geflogen? Ja. Oh, okay. Man kann tatsächlich, kleiner Funfact, es gibt tatsächlich Energon-Varianten, wodurch Transformer besoffen werden. Nice. Wollt ihr eigentlich Harlequin in einem sexy Schwestern-Outfit sehen? Ja, immer her damit. Ich möchte Harlequin gerne ohne Outfit sehen, und zwar komplett. Weißt du, das wollte ich vorhin Pix nochmal ganz zugehört sagen. Das nächste Mal, wenn ich etwas mache, dann mache ich etwas, was flach wie ein Brett ist. Damit wirst du Alexa erzürnen. Ja, aber das muss man in dem Moment einfach mal in Kauf nehmen. Auf dem habe ich gerade einen Artikel gefunden, in dem darüber berichtet wird, dass man aufgrund von Unterschieden in Knochenstruktur erkennen kann, dass sich Tyrannosaurier wahrscheinlich in drei verschiedene Spezies aufteilen lassen. Also Tyrannosaurus Rexe. So, ich jetzt gerade aus. Das sind so Dinge, die einfach wirklich. Das habe ich einfach als fucking Schnellwahl-Tab, diese Seite, weil ich das einfach. Interessiert sowas halt einfach. Schneckenfossilien. Den hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du ein Nerd bist. Habe ich mir vorhin selber attestiert. Wo wir beim Thema Nerd sind, wer rät den Film? Pix darf nicht mitmachen. Welchen? Don't know, but tomorrow being must destroy it. Oh, das ist, ich weiß, was es ist. Natürlich einfach. Spoiler, ich hab's nicht herausbekommen, weil ich die Handlung nicht kenne. Die grundsätzliche Handlung. Gib mal einen Tipp, damit ich ein bisschen mitraten kann. Also, was bei Star Wars funktionierte, funktionierte nicht bei dem Film. Ja. Ist das ein Christopher Nolan-Film? Nein. Okay, das ist schon mal nicht Tenet. Gut. Das ist eine Konversation zwischen zwei Aliens. So now the small being must destroy the digit loop. But there is only one way to destroy it. Propel it into the molten rock. Correct. This should not take long. Incorrect. Also. Das ist zumindest der einzige Film, der mir einfällt, wo zwei Aliens miteinander bumsen. Also Spezies. Nein, die Aliens unterhalten sich darüber. Ach so, okay. Ja, aber sie versuchen es auf die merkwürdigste und trockenste Art und Weise. Wenn es ein Mensch, der den Unterschied zwischen Bumsen und unterhalten. Wenn ich jetzt verstanden hätte, was du gesagt hast und nicht abgehakt wärst, André, wär's super gewesen. Ich habe gesagt, du bist ein Mensch, der den Unterschied zwischen Bumsen und unterhalten nicht kennt. Ich habe nur verstanden, es geht um einen Film, in dem zwei Aliens Sex haben. Und da fiel mir halt einfach nur Spezies ein. Ja, vielleicht mir ein. Eine Sache an dich. Langweilig, die Aliens müssen bumsen! Loch da drin.
Warum hat Lynn eigentlich dieses Bild der Muppets, der Sesamstraßenleute gepostet? Elmo ist vom Teufel sitzen. mir ist gerade wieder was eingefallen, was ich. Ich dachte, Elmo ist trans. Nein. Nee, das ist ja auch, Grobi, der komplett. Gibt eigentlich noch das AIDS-Muppet? Was? Es gab doch ein Muppet, der hatte AIDS. Ist der kanonisch eigentlich noch am Leben? Keine Ahnung. Ja, gab es ja sowas. Da fällt mir ein, was ich vorhin noch erwähnt haben wollte. Ich habe mich gerade an einen alten, anthropologischen Bericht erinnern müssen. Nämlich den über Nakirema. Oder über die Nakirema. Gesundheit. Gesundheit. Das ist also ein von dem, wie hieß denn der Mann? Oh Gott. Horace Mitchell Miner. Das ist ein amerikanischer Anthropologe. Und der hat einen Aufsatz geschrieben über die Nakirema. Das ist ein Volk aus Nordamerika, in dem er ihre Handlungsweise und ihre Kultur beschreibt. So wie es ein normaler Anthropologe zum Beispiel tun würde mit irgendwelchen Ureinwohnern. Und der Witz ist halt, das ist halt American, also Amerikaner, nur umgedreht. Und sollte halt zeigen, dass diese klinische Beurteilung oder so klinische Betrachtungsweisen, wie man das formuliert, auch den normal, also auch den westlichen Menschen ganz komisch aussehen lassen kann. Und das sollte eigentlich nur zeigen, hey, guckt euch mal den Gesamtkontext an, beschreibt das nicht so wie ihr, sondern beschreibt, guckt euch mal die Menschen halt mal an. Und nicht nur auf diese Art und Weise. Weil wenn man Amerikaner so beschreibt, sind auch die ganz komisch. Das war der ganze Kontext davon. Okay. Wie Tixo schon sagt, er vertraut niemandem, der irgendwie eine Woche lang durchbluten kann. Ich vertraue niemandem, der 30 Jahre lang sich von Big Macs ernähren kann und dann einfach noch sagt, ach, mir geht's gut. Hey. Moment, ich esse gar keine Big Macs. Ich habe nie einen Big Mac gegessen. Ich esse gerne Big Macs. Eigentlich esse ich gar nicht gerne Big Macs. Abgesehen davon esse ich gar keine Big Macs. Von jetzt erinnere ich mich wieder dran. Das habe ich gestern auch erst im Radio gehört, wo ich mit Kalle unterwegs war. Es gibt gerade den Vierfachfleisch-Big Mac, aber nur für App-Kunden. Und ich mir einfach nur dachte, aber so, ja, geil. Denkst du ein bisschen was an Fleisch, an Big Mac, aber. Ja. Hab ich Sterb? Nein. Konnte ich Sterb installieren? Nein. War der McDonald's voll bis zum geht nicht mehr? Ja. Sag mal, Pix. Ja. Hast du noch mal die Form für die komischen Anfragen? Ist die nicht angepinnt? Oh, ja. Vermutlich. Ah, okay. Ach, richtig, auf der Magazinbasis war. Zurück und zap. Spektakulär! Mein Gott, das sind ja auch die Sammelkarten. Yes. Das war cool damals. Ich habe meine auch immer noch, die liegt immer auf meinem Desktop. Dieses Jahr ist Season 2 dran! Wupp, da werde ich natürlich wieder mit dabei sein. Ja, vielleicht finde ich auch eine Pose, die mir zusagt, und dann hau ich auch mal irgendwie mal einen Charakterwunsch rein. Na schön, mal gucken. Ja, fuck, da komme ich nicht mehr rüber, wenn das Digital hier steht. Scheiße. Die sehr dezente Schwanzflosse. Geradezu unsichtbar. Und dann fliege ich hier wieder ins Wasser rein. Fuck.
Ich meine, die Luna-Karte gefällt mir auf jeden Fall auch, die ist großartig. Da fällt mir diese ganzen lila Elemente so großartig, wenn man das Elektrizität oder Feuer, was aus der Hand rauskommt, oder aus dem Auge. Mana! Nice. Mana! Mein Magenta ist Magenta, das sieht auch gut aus. Murderlicious. Okay. Von 6 Zügen als lösen. Fuck. Natürlich Mokka, die sieht aus wie Mitte. Oder nicht inspiriert. Sieht großartig aus. So viele gute Designs. Okay. Niemand anders. Bitte? Niemand schert. Oh. Ich hab geschert. Nein, ich meine. So prinzipiell interessiert es einfach so gut wie keiner. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass diese Karten dann hier existieren. Da muss man doch. Ich meine, das ist immer so cool, wenn man das den Leuten erzählt und sagt: Boah, das ist eine großartige Idee. Aber dann irgendwie. Kommt irgendwie. Kein Interesse mehr daran. War es wirklich eine großartige Idee? I don't know. Okay, ja gut. Kann ich leider. Jetzt diesmal einfach mal ein bisschen. Ich kann halt leider nur für mich sprechen, das ist das Problem. Das mir irgendwie mal bewerben, würde ich mal sagen. Weil ich hatte jetzt auch ganz am Anfang, wo ich diese Karten hatte, habe ich immer gedacht, dann so, okay, ihr macht nämlich hier Blankokarten und was soll das genau bringen? Und dass man halt ihr einen Charakter zeichnen kann. Also kam ich ganz viel später drauf. Werbung ist gerade etwas schwierig, weil ich geshadowbanned worden bin. What? Oh nein. Auf Twitter kann niemand meine Posts lesen. Zumindest werden sie nirgendwo vorgeschlagen. Das ist scheiße. Das ist Bullshit. Jo. Und ich frag mich warum, weil eigentlich... wird ja alles zensiert und keine Ahnung was, und ein Porno-Account kann fleißig Werbung machen, der SM-Praktiken vorstellt, also... Nett. Ja, man... Übrigens hier, Friday the 13th, das offizielle Game, kann man auch kaufen. Nee, danke, ich möchte aber das hier weitermachen, weil das war nämlich kostenfrei, glaube ich. Aber auch cool, dass sie das so... als Werbung in diesen Rental-Shop mit integrieren. Richtig, und OnlyFans ist aber das Problem. Weil man da eine Kreditkarte und eine Altersverifizierung benötigt. Ich hätte nicht einmal eine Kreditkarte. Ich find's auch immer total schwachsinnig, wenn ich irgendwo an irgendeine Website meinen Ausweis schicken würde. Du kriegst ja im Grunde jetzt hier einen Shadowban reingedrückt. Aber es gibt so viele Twitter-Accounts, die auch teilweise einfach ihre unverpixelte Sachen einfach mal reinstellen, und du siehst halt Titten, du siehst Vaginas, du siehst halt richtig. Geschlechtsakt mit ordentlich halt Sahne mit dabei und alles. Das ist anscheinend komplett okay. Ja, aber du machst ein paar Fotos, wo selbst die Füße zensiert werden, dann so, oh, böse, böse. Ich kenne halt auch eine Person, die regelmäßig Nudes auf Twitter postet. Ich wundere mich, ob bis zum heutigen Tag das Licht nicht irgendwann mal geshadowt werden wurde. Aber ich bin anscheinend unter dem Radar. Habe ich irgendwas sehr Explizites gepostet? Ich denke tatsächlich nicht. Oh mein Gott, ich verliere aber tatsächlich permanent Follower tatsächlich. Ich bin jetzt von 430 auf 414 wieder runter in der letzten Woche. Oh Gott, was hast du wieder von Alexa geteilt? Alexa postet gar nichts mehr. Überhaupt gar nichts, was ich sehr schade finde. Nee, keine Ahnung, was habe ich denn hier? Vielleicht nicht genug eigenes Zeug, das lief die letzten zwei Wochen ja irgendwie nicht ganz so. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt
Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich werde mir jetzt auch noch eine Figur und einen Sketch vorbereiten und dann werde ich, was mache ich denn genau? Aber wenn ich halt merke, dass mir gerade eh keine Ideen kommen, dann kann ich, dann muss ich auch nichts forcen. So, ich glaube, die hat seit mindestens zwei Monate nicht mehr gepostet oder irgendwas gemacht. Das Letzte, was sie auf Twitter gebracht hatte, waren, glaube ich, hier ihre vorgefertigten Tweets wegen Impfpflicht und alles. Ja, die hat sie auch nicht mehr selber geschrieben. Die waren mit Zeit, also keine Ahnung, Zeiteinstellung, aber ich glaube, die war seit Dezember nicht mehr aktiv drin und der letzte Post musste Mitte Januar gewesen sein. Würde ich sagen, also ihre Twitter-Accounts, die sind seit einer ganzen Weile schon irgendwie tot. Das ist sehr schade für mich. Ja, sie hat gesagt, sie hat die Fresse voll. Ja, das kann ich auch vollkommen verstehen. Das glaube ich, kann jeder verstehen. Nee, weil, habe ich, hat mir auch schon erzählt damals, dass sie, wenn man halt nur Scheiße gegen Google geschissen bekommt, dann hat man vermutlich auch irgendwo keinen Bock mehr. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mal vor kurzem einfach mal aus Spaß einen Account von ihr geöffnet und du kriegst da wirklich Impfen hier, Gendern da, meine lesbische Frau und ich bin ja auch Lesbe hier, dort. Und wird da vorgeschrieben, wie sie richtig Lesbe sein soll? Richtig. Aha. Also sofern sie ihr Motorrad nicht mit dem mit ihrem Schambereich tragen kann, ist sie keine richtige Lesbe. Ah, oh, witzig. Hat der Pix erst einen Motorrad-Post gemacht? Ja. Nee, also wenn man der ihre Twitter-Timeline durchgeht, vor allem mit den Ärzten und Pharmazeuten, da wird man irre. Und dann kommen die teilen wiederum sämtliche Dinge aus, keine Ahnung, LGBTQ-Bubble und was weiß ich, welche benachteiligten Minderheiten, die alle jammern, dass sie im Leben nichts erreichen werden. Wie komme ich jetzt da wieder zurück? Nichts im Leben erreichen werden? Ja, es ist halt einfach nur ein Jammerverein. Von wem? Entschuldigung, ich habe gerade nur ganz kurz meinen Bullet Journal geholt, weil ich das jetzt gleich mal brauche. Wer fiel noch rein? Also von der Timeline meiner Frau, wenn man da mal so durchgeht. Jammerverein wie ich oder wie ein richtiger Jammerverein? Nein, nein. Richtiger Jammerverein. Ich geh mal drauf. Ich meine, ist ja auch total logisch. Ich meine, ist ja nicht so, dass ihr lesbisch und verheiratet seid. Wir müssen euch ja irgendwelche x-beliebigen Leute aus dem Herz sagen, wie man das richtig macht. Oh mein Gott, ich habe gerade eine alte Aussage gesehen. Bei 70% freiwilliger Impfung kommt die Pandemie zum Stillstand. Zitat. Ja, ja. Dann Lauterbach. Also, ich mache auf und das Erste, was mir tatsächlich ins Auge springt, und ja, ich habe Zugriff zu dem Account, weil ich an ihren Laptop hocke. Und ja, ich darf sogar dahin, weil sie darf nämlich auf meinen Account, solange wir nichts schreiben, ist alles in Ordnung. Das ist das Erste, was kommt. DGS und taube Menschen werden vor aller Augen oft in Deutschland diskriminiert. Excuse me? Wie genau werden solche Menschen diskriminiert? Wir tun alles Mögliche in der Regel, damit die Inklusion erfahren? Keine Ahnung, fragen wir einfach mal den Blinden. Haben die heute schon genug angebetet? Menschen mit Behinderung sind keine Menschen, so ich hab's gesagt. Was heißt, du bist selber ich wurde schon Mensch. Heute fünfmal diskriminiert, also. Ja, das ist sowieso nicht. Achso, okay, gut. Ach ja, da war ja was. Scheiße, ich hab dich heute noch nicht genügend diskriminiert, verdammt. Ich meine, man kann ja gerne so Sachen sagen wie, ja, hey, wir müssen. Es wäre irgendwie gut, wenn Gebärdensprache ein Standardteil des Curriculums wird. Ich weiß nicht, wie sinnig das wäre bei dem. Das heißt, das ist halt dumm.
Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass ich wie ein Arsch aussehe. Naja, Lynn, das Problem ist, du kannst nichts sagen, weil egal was du sagst, egal wie gut du es meinst, Leute werden sich daran irgendwie aufgeilen und nicht im guten Sinne. Ja. Ich weiß leider nicht, wie sinnvoll das einfach ist im Prozentsatz zur Bevölkerung, dass jeder. Ich werde jetzt einfach mal so sagen, Gebärdensprache sollte man nur da lernen, wo es sinnvoll ist. Genau. Also wenn du, ich sag mal, irgendwo auf einer Amtsstube bist, ne? Dann auch da ist in der Regel kommst du mit geschriebener Kommunikation auch drauf. Die meisten Menschen wollen jetzt oder so keinen sprachlichen oder direkten Kontakt zum Amt haben, da kannst du über Schrift verfahren. Dann was. Da kommt noch was Lustiges. Das ist nämlich gleich direkt runter, weil es so schön ist. Damit man mal so einen Eindruck hat, was da alles so und warum sie keinen Bock mehr hat. Also, Montag geduscht und juckt meine Scheide und meine Mutter und es ist ganz blass. Ich lasse das mal so stehen. Warum hab ich das denn nicht? Die Dame scheint Krankenschwester zu sein. Okay. Okay. Das ist so. Warum? Ah, okay, dann blocke ich dann das aber den Weg. Nochmal. Obwohl alles gebannt worden ist zu dem Thema, kommt das ja immer noch durch. Twitter finds a way. Oh no. After 2 years of long COVID, I've developed stage 3 kidney disease and top of my neural. This is ongoing disease process to begin. Ja, aber jetzt bei mir natürlich die Frage, liegt das wirklich an Erkrankung 1 oder hat sich halt eben da was Langes angebahnt und naja. Also, ich weiß ja nicht, ne? Aber wenn ich Twitter aufmache, dann finde ich. Dann bekomme ich sowas. Dann hast du hier wieder einen Trend. Also so einen ewig langen Monolog, warum es wichtig ist, dass man zum Arzt geht oder keine Ahnung was. Das ist es auf jeden Fall. Ich glaube, bei Twitter kannst du mittlerweile auch dasselbe Prinzip irgendwie machen wie bei YouTube. Einfach nicht mehr kommentieren. Aber selbst wenn du irgendwelche Monologe schreibst, es muss einfach nur gefunden werden und dann bläht sich dein Handy auf. Wenn du dich versiehst, bist du auf einmal ein Hashtag. Ich kann es auf jeden Fall verstehen, warum sie dann darauf keinen Bock mehr hatte. Yep. Okay, anscheinend geht es darum, dass eine schwangere Mutter ein totes Kind gebärt, weil sie selber den Koffer gepackt hat, weil niemand für sie den Koffer packen konnte. Wait, what? Das muss man jetzt, wird hier einfach so, ist auch eine Krankenschwester, die da einfach irgendeine random Geschichte reinschreibt. Alright. Das Patriarchat ist schuld. Rote Dome. Oh, keine Ahnung, was da los ist. Warum ist das alles so? Zum Kotzen? Ja, ich weiß nicht, ist das so? Ich kann es nicht mal beschreiben. Die Karrieren. Ja, das zieht sich ungelogen. Nicht gut. Das ist so. Ich meine, schreibt ihr denn nur solchen Content auf ihren Kanal, diese Krankenschwester, oder? Wir schreiben alle. Du kannst dir einen random Krankenschwester-Account aus ihrer Followerliste aussuchen. Oder Pharmazie irgendwas, die schreiben das alles so. In der Ecke.
Ich meine, da gab es auch eine, die sich beschwert hat, dass sie ihren Ex-Freund nicht liebt, aber ihn vermisst, weil er halt aus Gewohnheit da war. Also, das war öffentlich im Weltnetz rausgerotzt. Okay, fuck, das passt da oder nicht? Ist. Ich meine, ist das denn wirklich ein öffentlicher Account oder sind die hinterm Schloss? Die sind öffentlich. Noch weil besser? Das sind halt so aufmerksamkeitsgeile Leute, die einfach. Keine Ahnung. Die brauchen das anscheinend. Ich meine, wie hieß denn die? Moment mal. Ich glaube, auch wenn der schön an meinem Schreibtisch zu liegen. Ach, was? Da gibt es nämlich einen Account, der zwei Accounts hat, witzigerweise. Und das gibt ihr auch offen zu. Wenn der langweilig ist, dann schreibt ihr einfach sich selbst. Mit dem zweiten Account. What? Oh, okay. Ja, also komplett gestört und sagt dann, dass ihre erste Persönlichkeit und ihre zweite braucht halt auch einen Account. Mit der zweite Account, der ist hinterm Schloss. Läuft. Definitiv ein gesundes Verhalten. Das bringt quasi mit sich selbst reden, auch wenn früher gemacht hat, man hat sie die Klaps gesteigt. Ja, früher schon und sie liked sich selber, das ist ganz witzig. Also mit dem anderen Account. Ach verdammt, ich wollte noch nicht resetten. Ich glaube, die hat sie mittlerweile, also den einen Account hat sie blockiert, weil der wirklich noch umgehitlert hat. Also, da kam dann halt eben mal. Wo wir gerade schon bei diesem unliebsamen Thema sind, Kinders, in der Woche, wenn ich nicht tot bin, dann ist der März vorbei. Ja, und dann ist jemand im Scheiß unter die Nase zu schmieren. Tix, ich glaube es nicht. Du bist immer noch ein Zombie für mich. Du bist ein Zombie, definitiv. Oh, okay. Verdammt. Ja, aber, Moment. Die Zwangsimpfung ist doch jetzt erstmal nur für Leute im Gesundheitssektor. Ja, ja, nein, aber. Ich dachte, die soll jetzt im April, Anfang April, soll doch da hier abgestimmt werden. Ach so, ja, ja, die wird jetzt abgestimmt, das Ding ist. Eigentlich wäre es gut, wenn sich diese Abstimmung auch ein bisschen verschiebt, weil ich denke, mal in zwei Monaten wird das politisch nicht mehr haltbar sein. Nee. Das ich glaube auch, wir werden halt das alles unter den Tisch erstmal kehren. Mit diesem 300-Euro-Paket. Wenn es halt einmal abgestimmt ist, ist halt das Problem, ne? Weil dann können die es einfach machen. Ist doch aber schön, dass das wieder durch den Bundestag einfach beschlossen wird und nicht durch. Ja, das heißt, ne, halt nicht durch den Bundestagsentscheid, aber das ist einfach mein allgemeines Problem. Mit der Demokratie in diesem Land. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen verbaut. So. Hey, wie gesagt, also die werden das wahrscheinlich jetzt so hindeichseln, ja, wir reden jetzt über andere Themen, wie zum Beispiel Ukraine, Bundeswehr-Ausgaben irgendwie hochdrehen, dieses 300-Euro-Paket für jeden. Und dann wird das mit der ganzen Impfpflicht, das wird schön unterm Radar irgendwie dann bleiben. Es wird dann irgendwann irgendein Wochenende mal hinter verschlossenen Türen, wird mal dann einmal kurz Hand hochgehoben, wer ja sagt, wer nein sagt, und dann wird es einfach durch. Ob das überhaupt gemacht werden kann oder nicht, das ist denen egal. Aktuell haben wir ja noch den Vorteil, dass wir wohl bürokratisch gesehen das nicht durchdrücken können, weil wir nicht 60 wir Millionen Briefe Papier verschicken haben. Können. Ja, wegen Papiermangel. Wir haben kein Papier. Kann man sich nicht ausdenken. Das ist halt die typische deutsche Demokratie. Dann sollen die mir doch einfach einen Fax schicken. Ja. Oh mein Gott, ich hab vor einiger Zeit meine Bescheid für GEZ bekommen.
Und da haben die mir gesagt, ach ja, sie haben noch ein bisschen was offen, wir werden ihre Rechnung von 111 Euro einziehen. Excuse me, was? Was? Ja, anscheinend haben die mich jetzt erst irgendwie eingetragen, richtig. Das heißt, die werden jetzt für den April, werden sie halt anfangen, dann werden sie halt alles ausstehende einziehen. Oh no. Erstaunlich. Excuse me, ich möchte diesen Dienst nicht, kann ich den bitte abstellen? Leider nicht. Das ist auch so, lustig. Ich meine, wir hatten heute eh wieder so ein sehr lustiges Thema bezüglich, Menschen, die bezüglich Covid der Regierung einfach jeden Scheiß irgendwie blind glauben und irgendwie... So passt das. Ja, wie soll man es nennen? Die noch nicht mal mehr... Entweder die Argumentation der Regierung oder ihre eigene ordentlich begründen können. Also da ging es um den Fakt, wer sich zurückerinnert mit ja, tut mir leid, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, weil du bist ungeimpft. Und die Kernaussage war ja damals, das macht man ja eigentlich nur, weil man ja um meine Gesundheit besorgt ist und man nicht anstecken möchte. So, heute kommt Nachricht, ja, will man sich mal auf einen Kaffee treffen und dieses Problem besprechen. Du denkst dir so, was hat sich in den letzten 4 Monaten essentiell getan, dass ich jetzt keine Angst haben muss um meine Gesundheit oder ihr keine Angst mehr haben müsst um die Gesundheit. Ja, faktisch hat sich nichts verändert, aber scheiß drauf. Warte mal, hat er noch 4 vorne? Es ist einfach nur so geil, dann so, ja, vor ein paar Monaten, ja, wir entehren dich aus der Familie und jetzt so, ach ja, lass doch nochmal drüber reden. Ja, vor allem so ekelhaft dieses Gesundheitsargument vorgeschoben, so, oh ja, wir wollten niemanden gefährden, das hätten wir nicht verantworten können. Ach ja, und jetzt sich in einem Café zu treffen, in der die Ansteckungsgefahr hoch ist, weil wir anscheinend gerade mächtige Inzidenzzahlen haben, jetzt ist es auf einmal okay. Excuse me? So, die Logik hat schon vor ein paar Jahren. Vor 2 Jahren hat die Logik schon irgendwie die Welt verlassen. Ich finde es halt einfach nur witzig, wie man grundsätzlich. Ja, nicht mal mehr seine Logik begründet. Also die geben sich nicht mal mehr irgendwie die Mühe, eine Ausrede zu suchen, warum das jetzt anders ist, sondern, ja, shit happens, das ist jetzt so, passt schon. Wenn du damit ein Problem hattest, dann, ja, dann ist das jetzt nicht mein Problem, sei doch nicht eingeschnappt. Da denkst du so, ja, okay, passt schon, Schnauze voll. Gut, ne? Habe ich noch auf den Stift hier oben? Straight up. Ich habe eine Lösung mit allen möglichen Wunschstiften. Das ist grün. Das sind Nägel, das ist Hautfarbe. Hautfarbe. Der beste Gag, wenn es um Farben geht, ist die Hautfarbe. Alle Hautfarben sind Hautfarben. Ja, okay, gut, dann so, das kaukasisch, wenn es die Fette schmeckt. Ja, wie nennt man das denn eigentlich richtig? Ja, ich würde sagen kaukasischer Hautton. Wenn irgendwie so hellrosa oder sowas, ist das ein Begriff, den man verwendet für diesen Farben? Ja, normalerweise wird immer Schweinchenrosa verwendet. Ah, okay. Wenn du es zu lange brätst, dann kriegst du irgendwie Hähnchenbräune raus. Knusprig, aber. Mit viel Gänsehaut. Ja. Aber ich glaube nicht das, was du möchtest. Ich hab keinen Bleistift hier.
ich lasse es mit meinem. Zu skizzieren. Nice. Ich habe die letzten Tage einfach wirklich nichts Interessantes für Bullet Train. Ja, das macht doch nichts. Das hier ist auch seltsam. Weil warum muss man das so machen? Das sieht halt aus wie so eine Alien-Hand. Also ich würde es nicht mehr anfassen. Jeez! Ist das... Ist das tot? Ja. What? Das nennt man Sternenkind. Ja gut, ich hätte dazu Hähnchenknochenrest gesagt, aber das klingt etwas unsensibel. Ja, aber warum muss man das posten? Auf der anderen Seite schreiben es dann die Leute. Also die eine so, hey, ich will auch über das Thema aufklären und darunter wird das gepostet. Oh Gott. Ich sag, finde ich ein bisschen unsensibel, weil sowas ist eine sehr persönliche Sache. Mach mich gerade tatsächlich ein bisschen fertig. Ich komme auch sowas tatsächlich nicht sehr gut klar. Soll ich es rausnehmen? Alles gut. Ja gut, man kann nicht immer hergehen und sagen, eine Geburt verläuft immer einwandfrei. Es gibt auch sowas. War ich jetzt da dran gedacht? Scheiße. Wir müssen halt, also die Eltern klarkommen, dass es halt eben leider einen prozentualen Anteil gibt, wo es halt eben nicht ein gesundes Kind ist. Ja, aber sowas würde ich nicht einfach sagen, ja, das poste ich jetzt einfach mal irgendwie mal öffentlich auf Twitter. Ich meine, klar, du willst dafür aufklären, das ist schön und gut, aber man muss zum Beispiel ja nicht jemanden jeden Tag irgendwie sowas dann vor Gesicht drücken und sagen, hier, achte auf die schlimmen Schrecklichkeiten der Welt, präge sie dir ein, weil dann siehst du halt wirklich nur noch das Schlimme und das Schlechte. Was ich nicht verstehe, bei jeder Scheiße wird eine Triggerwarnung her. Bei jeder Scheiße musst du hergehen und das Bild vorher zensieren mit, hey, das ist ein sensibler Inhalt. Und hier wird das nicht gemacht. Du siehst kein CN-Triggerwarnung, wie auch immer die Wörter heißen. Sondern das wird direkt reingepostet und gesagt, ja, das ist ja was, wo aufgeklärt werden muss. Könntest du auch ein gutes Brustbilder posten und sagen, ja, ich kläre da nur auf, wo man sich halt die Brust abtasten muss, um halt irgendwie Knoten zu finden. Wäre genau dieselbe Logik im Grunde. Ja. Aber ja, so sieht Alexas Timeline aus. Entspannt. Ein kleiner Einblick darin. Was wollte ich gerade sagen? Um mal wieder ein etwas positiveres Thema anzustimmen. Thema Buddeljournal, ne? Also mir tatsächlich jeden Abend dran zu sitzen und irgendwas zu machen, wenn ich halt irgendwas habe. Ne? Manchmal habe ich halt einfach tagelang, wo ich gar nichts habe und dann denke ich mir, mache ich das falsch? Nee, und so hast du halt nichts. Sag ich nicht, ich hatte jetzt aber den Zeitraum 9.3. bis jetzt. Hier reinschreiben, was ich halt immer reinschreibe, ist halt, wenn ich einen Film oder ein Spiel durch habe, das hatte ich jetzt hier reinschreiben können. Ich muss sagen, oh ja, vielleicht den muss ich ganz vorne reintragen in der Liste. Index.
Oh ja, meine Zeichnung muss ich reinschreiben. Was soll ich denn? Heute ist der wievielte? Der 27. Ich weiß, was soll ich denn hier? Doch irgendwie in den Hexer reinschmeißen. Workspace, was habe ich denn die letzten Tage alles gemacht? Ich mir das mit dem Klo ist hier nicht verbauen. Wann habe ich das denn das letzte Mal bearbeitet? Habe ich das Shigo-Pin-Up schon eingetragen? Ja. Karl, sag mal Ben, hast du schon einen Bot für Twitter, dass er instant nach Release meine Tweets liked? Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Ben ist der Bot. Wann habe ich den gemacht? Könnte okay. Eventuell sein oder auch nicht sein. Letzten Tag. Vielleicht habe ich auch einfach nur kein Leben und bin gleich mit der einen Hand hier an der Tastatur dran und mit der anderen Hand an meinem Smartphone. Theorie. Aber nein, das war ich schon gerade selbst. Keine Sorge. Ich muss ja noch nachfragen, was habe ich denn am 13. gemacht? Da habe ich. Ich meine, du bist, glaube ich, auch eine von drei Twitter-Accounts, wo ich gesagt habe, gib mir Push-Benachrichtigungen. Also, keine Sorge. Alles geht mir richtig Dingen zu. Die fertigen Bilder muss ich noch nachtragen. Ja, was heißt fertige Bilder? Was ich immer mache, wenn ich sag mal, ein Sketch nur habe, wo ich halt meine, okay, der ist zumindest ein bisschen mehr als nur. Hier sind ja echt groß hinter oben geschmissen. Als mehr gar nichts, sondern trage ich den tatsächlich auch mit ein. Zum Beispiel, Moment. Shit. Nee, reset nochmal. Oh Gott. Sowas? Oder. Moment. Sowas kommt tatsächlich mit rein und wenn ich sag mal, ein bisschen Zeit dafür habe, dann mache ich auch da tatsächlich so einen kleinen Sketch noch von mit rein, ne? Aber keine Ahnung, was haben wir denn noch? Sowas zum Beispiel dafür schon nicht. Also das ist noch nicht der Rede wert, aber solche Sachen halt, wo ich ein bisschen Farbe mit reinpacke, wo ich halt sagen, okay, gut. Wenn ich wollen würde, würde ich das auch noch weitermachen, aber ne, wenn ich gerade das Interesse verloren habe, dann lasse ich die halt auch einfach irgendwo versauern auf Festplatte. So, dazu bräuchte ich einen Bleistift. Und ich habe keinen Bleistift. Okay, nee, dann passt. Den habe ich gestern auf der Arbeit vergessen. Oh. Oh je, oh je. Das ist doof. Aber ich glaube, ich muss so langsam ins Bett. Auch in einem Morgen schon wieder halb bin. Und ja. Guten Abend, Kaddel. Oh. Okay. Hallo, Kaddel. Hallöchen. Das Problem ist, den Computer braucht auch noch meine Frau. Die muss den wegpacken. Weil sonst kann sie nichts machen morgen. Okay, nee, ich muss den von mich da reinschubsen. Ach ja. Das schaffe ich, glaube ich, nur indem ich den Charakter irgendwie hier. Achso, sie ist eine Zuhörer. Ja, ist auch kein Problem. Aber ihr hattet die ja vorhin gesehen und ich denke mal, die kann ich so den Kunden fragen, natürlich mit Wasserzeichen und mit verpixelt, ne, nicht verpixelt, sondern einfach mit schlechterer Qualität kann ich ja fragen, ob das so in Ordnung ist. Das würde mich so oder so nochmal nachfragen. Wie macht man das eigentlich, wenn man den Kunden fragen will, hey, ich hätte es jetzt quasi soweit fertig, ist das in Ordnung? Ich mach da immer ein Wasserzeichen mit rein. Das klingt gerechtfertigt. Warte mal dahin. Und natürlich ein bisschen lower res, hätte ich so gesagt, würde ich dann machen. Ja. Wenn nicht, dass der da auf die Idee kommt und nicht zahlt und sagt, hoch, ist geplatzt. Ja, ne. Also das glaube ich zum Beispiel von demjenigen nicht, aber ich will ja eigentlich immer gleich Business-Praktiken machen, ne. Also, ja. Stehe ich dann da, aber dann komme ich auch nicht weiter. Ich habe einen blauen Fleck am Knie, aber woher kommt dieser blaue Fleck? Tja. Oh, da fällt mir, da kann ich ja jetzt hier langsam mal anfangen hier. So. Bin ich noch da? War das jetzt bei mir? So. Nee. Bei dir? Jo. Diese morbiden Todesschreie sind auch von meinem Stream, also alles normal. Alexa ist gerade nicht im Keller und hat Spaß, keine Sorge. Was
bei der Waschmaschine ist, hat sie keinen Spaß. Das musst du uns sagen, was sie mit der Waschmaschine alles Schönes macht. Wäsche rein, Wäsche raus. Messer rein, Wäsche raus. Ja. Also Wäsche schön rein. Schön den Persilduft. Wäsche raus. Wäsche nach neuestem System fast faltenfrei aufhängen. Wäsche abhängen. Wäsche bügeln. So, und jetzt habe ich sie, glaube ich, langweiliger gemacht, als es wahrscheinlich klingt. Na gut. Da fällt mir übrigens ein, ich hab neulich ein Bild gefunden, bei dem ich, Moment. Da habe ich mich gefragt, was hat das eigentlich auf sich? So ein riesiges Bett. Wie kann ich den denn dann hochjagen und so weg? Keine Ahnung, wofür man das braucht. Das kann ich dir sagen, für Giant Ladies. Ganz genau. Da muss ich auch in dem Moment denken, aber das ist halt echt so out of place auch. Stell dir mal vor, wir müssen einfach den ganzen Tag, wirklich jeden Tag in so einem zu kleinen Bett schlafen. Das muss ekelhaft sein. Warum kann das gerade so, als ob ich irgendeine Erinnerung geweckt habe? Ich meine, als großer Mensch hast du noch den Vorteil, du kannst die Füße außen raushängen lassen. In Sommermonaten gut, Winter nicht so. Aber, ja. Ist ein bisschen scheiße. Oh, ich habe mein nächstes Motiv gefunden. Das hatte ich ja komplett vergessen. Aber schaut sich an, die Top-Tier-Waifu Nummer 15. Reagan? Ja, natürlich. Lieblingscharakter meiner Frau. Das wundert mich in keinster Weise. Niemand. So. Ich weiß nicht. Ich stelle mir die beiden schon recht ähnlich vor. Ja, kann sein. Oder sieht sie da eher was von dir da drin? Ich weiß nicht, ich glaube, diese Person ist ein Mix von uns beiden, was den Arbeitseifer angeht und der. Ja, dem Paranoidsein. Gut. Und den Kaffeekonsum. Der Kaffeekonsum. Ich meine, wir haben. Also könnte sie quasi eure inoffizielle Tochter sein? Ja, das könnte sie wirklich. Also. Ach, dann mal ran an den Speck, Moment. Stopp. Wir probieren schon seit Jahren, aber irgendwie klappt das nicht. Hätte ich mal in Io aufgepasst. Du hast wahrscheinlich mal irgendwann in einem Atomkraftwerk gearbeitet, ne? Pech gehabt. Vielleicht klappt es auch mit dieser Scherenbewegung nicht. War daran gedacht? Woher weißt du denn, dass das ein Atomkraftwerk war? Ja, keine Ahnung. An irgendwas muss ja liegen, dass es nicht funktioniert. Warte mal, vielleicht muss die. Ja, in Fukushima ging halt irgendwas schief und man weiß, was draus geworden ist. Kam der Witz zu früh? Ja, der kam viel zu früh. Aktuell haben wir ja noch das Problem, dass da wieder irgendwas ein bisschen leckt, weil die wieder ein Erdbeben hatten. Oh no. Ach nee. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Aber das macht nichts, weil in der Ukraine haben sie ja auch ein Atomkraftwerk angegriffen und in den deutschen Medien heißt das alles gut und in den anderen Medien heißt das kritisch, Bruder, kritisch. Ja, das werden wir gleich mal Jod bunkern. Ja. Aber kurze Frage, muss ich das eigentlich über die Form machen oder können wir das auch so machen? Was? Die Anfrage. Naja, ich muss es halt abheften. Ach so, ja, nee, darum, das war nämlich genau der Gedanke, den ich gerade hatte. Das muss ja sicherlich irgendwo vermerkt werden. Oh, scheiße, da muss ich das ja auch vermerken. Dahin? Ja, Chatverläufe gehen auch. Aber ich hab halt gerne alles schriftlich, weil
schriftlich gut ist. Das ich meine ich dann weiter. Kann ich auch einfach eine Rechnung so, kann ich auch einfach eine, so quasi ja, eine Rechnung schreiben? Mit der PayPal-Rechnung dann. Da habe ich jetzt Zettel aufgeschrieben, ja hier Rechnung für ja, eins Bild Etzeler und dann hier Rechnungsreferenz und dann die Rechnungsreferenz. Also ich versuche das Bild ein bisschen zu beschreiben in meiner Rechnung und dann wird das versendet. Achso, dann killen wir ihn erstmal. Na gut, dann machen wir das darüber, das ist ja auch kein Problem, aber ich weiß immer noch nicht, was ich will. Ja, dann überleg doch. Das muss ja doch, nicht auf ja. Zwang sein. Weiß. Ja, aber das klang so dringend. Ich möchte mich mal ganz kurz erwähnt haben, dass ich erleichtert war, als ich gehört habe, worum es tatsächlich ging, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, scheiße, dass wieder irgendein Mist passiert. Nee. Es ist einfach mal wieder eine Reihe an Geld, die man zum Fenster rauswirft und man sich denkt, ich hab's doch gerade erst gespart. Na. Ja, aber ich meine auch, und da helfe ich natürlich sehr gerne mit. So ist es nicht. Ich bekomme ja auch was dafür. Ist ja keine, ist ja eine Bezahlung. True. Schoki. Ja. Nee, aber da spart man Geld und dann kommt irgendwas und dann hast du kein Geld mehr und dann fragt man sich, wieso man arbeiten geht, weil man viel Geld kriegt und viel Geld ausgibt für notwendige Dinge und noch nicht mal irgendwelche Dinge, die man nicht benötigt, wie, keine Ahnung, was braucht man denn nicht? Eine Yacht? Nein, dieses Beispiel möchte ich jetzt nicht bringen, weil keiner braucht eine Yacht. Kaffee. Ich meine, ich hätte schon sehr gerne eine Yacht. Zumindest ein, also nicht mal eine Yacht, sondern einfach nur ein kleines Bötchen, auf dem ich ein Bett auf jeden Fall haben kann, was so ein kleines, mit so einer Koje ist. Dann kann ich da leben und dann kann ich da ohne, dann kann ich den ganzen Tag fischen und dann habe ich habe ich kein Internet, dann habe ich keine Krankenversicherung, dann habe ich kein gar nichts. Ich möchte einfach nur eine Anzahlung ansparen für das scheiß Haus. Und vielleicht noch einen Lottoschein, der drin ist, für das ich... Ach so, ist die Idee quasi, dass das so ganz offiziell ganz euers... Ja, aber ich glaube, dass es irgendwie nicht passieren wird, dass ich jemals ein Haus kaufen werde. Ich sage go for it und ich will nichts an deinem Traum kaputt machen. Ich würde sagen, versuch's erstmal mit einer Doppelhaushälfte. Oder eine Eigentumswohnung. Auf einmal, ja, weil ich glaube ein ganzes Haus auf einmal, das wäre ein bisschen sehr teuer. Also, eine Eigentumswohnung kostet in Bayern mehr als ein Haus, witzigerweise. Vermutlich, Geld. Räume. Also, eine 30 Quadratmeter Wohnung habe ich gesehen für 500.000. Ach. Ja, moin. Eigentumswohnung. Kann man sich doch machen. Bayern. Schnäppchen. Kennt's nicht? Warum verfolgt nicht einfach gleich den Traum, einfach hier auf eine kleine Insel? Madeira? Irgendwo im Pazifik. Madeira in der Pazifik. Ich hab da letztes Mal. Ihr kennt doch bestimmt noch Kai Pflaume, oder? Ja. Was? Das ist ja Kai Pflaume nichts. So ein ehemaliger Sat1-Moderator. Der war quasi der Daniel Aminati von Sat1. Ja, so. Naja, auf jeden Fall hat er einen eigenen YouTube-Channel. Heißt Ehrenpflaume. Und er war letztens bei Unge zu Besuch und hat mal so in seinen Aufnahmen das Grundstück gezeigt. Und die hockst du da und denkst dir: Junge! Holy shit! Und ich meine, dann kommt in der nächsten Szene, sagt er dann so, ja, du bist quasi der Pate von Madeira und denkst so, ja, no shit, Alter, schau dir mal die Bude an. Das ist keine Ahnung, das ist ein riesiges Gelände an so einem Hang entlang und der, also halt auf Sonnenseite und
geht ewig weit mit Blick runter in so eine Bucht. Und ich, ja, das vegane Geld hat ihm wohl viel gebracht, ne? Ja, also, dafür würde ich auch gerne mal Longboard fahren. Also Kinder, ich werde jetzt Veganer oder so ein Scheiß. Also ich meine, nicht, dass ich es ihm nicht gönne, weil ich meine, ja, okay, er hat halt klug investiert, damit er sich das leisten kann. Er hat halt seine Karten exakt richtig ausgespielt. Aber, wow. Also, ich meine, wenn so ein YouTuber mir in den Ohren legt, dass er sagt, oh Gott, es reicht gerade für irgendwas nicht, dann würde ich sagen, Junge, fuck. Oh, ich hab grad was Schönes. So, ich hab grad eben erst wieder festgestellt, dass mein Mikrofon draußen ist. Ich wollte grad nochmal einwerfen. Hey, Blaune, könnte ich kennenlernen, weil das die Stimme von Frozone ist im ersten Incredit. Frozone war großartig. Where's my super suit? Übrigens ein kleiner Funfact zu dem Unglaublichen. Im ersten Teil wird er von Kai Pflaume gesprochen, im zweiten von Jan Odle. Wie gesagt, kleiner Funfact zum Film. Peter Griffin. Frozone nennt seine Frau Honey. Nein, es ist nicht wegen Spitznamen, es ist ihr richtiger Vorname. Ja. Das hat, Helen hat sie ja auch Honey genannt in dieser Szene, bevor sie da diesen Einsatz hatten. My super suit. It's the details. Diese Szene mit Honey und Frozen, die führe ich jeden Tag mit meiner Frau. Es geht um höhere Gewalt. Ich bin eine Frau, ich bin die höchste Gewalt. Richtig. Ja. Hype, wo sind die Straße? Das ist mein Samus-Cosplay. Die Arbeit. Oh nein, heute nicht. Die Welt ist in Gefahr. Mein Abendessen ist in Gefahr. Ich finde es aber schön, wie er eine Szene halt auch einfach aufgibt. Er hört sich ja mit der Argumentation seiner Frau an und weiß, dass er keine Chance hat und gibt halt einfach auf innerlich. Ja. Aber er hat seinen Anzug bekommen irgendwie. Ja, irgendwie schon, nachdem er sie ein paar Minuten durch gegeben hat, was sie wollte. Ein Abendessen genießen? Ja. Ja, genau, der Fernkabel will ich genau das sagen. Das sind halt Dinge, die eine Frau halt ab und zu mal braucht. Ein Abendessen, zuhören. Was? Sag es nicht. Pimmel. Entschuldigung. Nein, ihr braucht nicht jede Frau. Manche Frauen kommen auch ganz gut ohne aus. Nee, aber... Diese Szene gab es schon so oft. Ah. Manchmal bin ich ein ganz, ganz großer Schelm. Nee, aber das kann ich mir sehr bildlich vorstellen. Das stelle ich mir sehr witzig vor. Ja, das wird ein bisschen schwierig, weil ich absolut genau gar keinen Plan habe, wie ich mir Alexa vorzustellen habe. Also, ich weiß, dass sie ein Lauch ist. Ich weiß, dass sie größer ist als du. Ich weiß nicht, wie sie in Relation zu Tix groß ist. Ich glaube, mit der Betitlung Lauch gehst du ein klein wenig gefährlich noch, Lin. Sag mal, sie ist aerodynamisch sehr effektiv gebaut. Naja, nur weil du ein laufender Stock bist, heißt das nicht, dass du aerodynamisch bist. Ich weiß nicht, ich würde sie fast gleich groß bezeichnen. Mit Ticks? Ja. Na gut, das ist doch schon mal gut zu wissen. Und ich... Nein, ich möchte nur ganz kurz erwähnen, aber natürlich ist sie kein Lauch. Nee, beschreibt das immer so. Ihr habt mein Bild geprägt. Yes! Ihr habt Schuld. Yes! Yes! Mir wurde damals gesagt, ich werde nie auf jemanden Einfluss haben. Ha! Also, haben wir nicht mal in Sims ihren Charakter erstellt? Ja, das kann sehr gut sein, oder habe ich es nicht gesehen? Ja, und soll ich dir jetzt was Witziges sagen? Als der Laptop in Reparatur gegangen ist, wurde das gelöscht. Das heißt, man muss es nochmal machen. Oh, warum?
Du meinst der nach Polen geschickt wurde? Mhm. Warum da haben die den Charakter geklaut. Oh nein, die haben daraus einen NFT gemacht und es geklaut. Ja. Oh no. Will Wright hat sich gedacht, geil, daraus mach ich einen DLC. Ist ja eine Sache, die ich übrigens noch gestern erwähnt haben wollte. Ich musste heute tatsächlich meine Wäsche nochmal waschen, warum? Weil ich gestern, das hatte ich glaube ich schon erwähnt, weil ich auf Bauhöfe gefahren bin, auf Batterien etc. Und das Zeug war so, gerade diese Batterien, die waren so ewig schwer, dass die sind halt die ganze Zeit an meine Hose und an meine Kleidung gekommen, weil ich die halt so tragen musste. Und das war so voller Öl, die Scheiße. Nice. Ne, dann musste ich danach noch einkaufen gehen, weil ich hab mir gesagt, so, ich weigere mich nach Hause zu fahren, um dann nochmal loszufahren zum Einkaufen. Da muss ich jetzt einfach so schnell einkaufen fahren. Und ja, ich hatte sogar die, und da bin ich sogar in meinem Standardladen gefahren, aber die Geschichte hatte ich ja erzählt. Okay. Ach, bis hier an einem Samstag oder so. Ach ja. Ich war zum Beispiel etwas schockiert zu erfahren, dass meine... Die Frage schon beantwortet, wie lange wir heute machen, weil Maria hat gerade geachtet. Bitte was? Maria hat gerade gefragt, wie lange machen wir heute noch. Aber ich muss dann ins Bett. Ich würde sagen, dann, ich mache bis maximal jetzt auch 23 Uhr noch. Dann würde ich sagen, dir noch eine gute Nacht und dann verschwinde mal schnell nicht, das will ich irgendwie hier wieder festhalten. Ach, ich bin gefangen. In einem endlosen Schwall an Worthülsen, deswegen geben wir dir jetzt eine Pausezeit. Wie ist das jetzt? Kann ich jetzt eine Stunde mehr schlafen oder nicht? Ich glaub, nein, weniger. Nicht. Nein, du hast eine Stunde weniger von deinem Leben. So. Genau. Oh. Ja, es ist deprimierend. Dann. Scheiße, Regierung hat eine Stunde geklaut. Verdammt, da Scheiße. Wir klauen uns unsere Stunde. Deswegen nicht nichts mehr zu lange hier bleiben. Du musst ins Bett. Ja, das stimmt. Dann glaube ich, gehe ich auch gleich mit. Oh, ja, wir sind mittlerweile so arm dran, dass wir uns jetzt alle zusammen ein Bett teilen. Was? Das ist ja, oh. Alexa findet das nicht so dope. Wie damals, 1700, 1800 rum. Ja, wo das dann nicht. Ich bekomme leichte Lannister-Vibes. Was? Nein. Ja, also wir wissen ja alle, dass wir das Sofa verkauft haben und du mittlerweile am Boden liegst. Nein, ich liege mittlerweile auf, Alexa. Ich möchte... Deswegen ist sie jeden Morgen frisch gebügelt. Moment, ich möchte... Deswegen geht sie als 19 durch. Sie ist fallenfrei. Das ist eine großartige Filmidee, die ich hier sehen muss. Ja, 120 Minuten Bad Film. Es gibt auch einfach fucking auf meinem direkten Arbeitsweg jetzt ein fucking Porno-Kino. Ja, nein. Ich fahre jeden Tag drauf. Es ist einfach nicht mal. Es liegt einfach straight in der Innenstadt. Nicht mal versteckt. Sei froh, dass du so eins noch hast. Wir hatten mal in Rostock 1 angetackert an Beate Use Shop. Jetzt ist es ein AOK-Geschäft. Also, ja. Ich habe das Ding halt einfach nie besucht. Das sieht dann richtig ranzig aus. Aber. Weil das stimmt nicht mal. Es ist einfach nur im ranzigen Teil der Stadt. Aber das Gebäude selber sieht sehr sauber aus, tatsächlich. Es ist wahrscheinlich eines der saubersten Gebäude in der Gegend. Ich habe noch kurz einen Funfact einzuwerfen. Dieses Seukendorf hat anscheinend einen Kanzelaltar, der ungefähr um 1510 bis 1500 anscheinend errichtet wurde. Okay. Ja, also 1510, Leute. Das kann kein Zufall sein. Nein. Das ist reiner Zufall. Nein, das ist reiner Zufall. Reine Willkür. Genauso wie es reiner Zufall ist, dass, wie hieß dieses Spiel nochmal rauskam, wo es darum geht, dass man, wo es als eine kleine Mission gibt, dass man einen Ford Ranger so spritfahrend wie möglich sparen muss und der Typ dann die ganze Zeit davon redet, wie Sprit sparen, wenn er Ford Ranger fährt. War das nicht ein Forza-Game oder irgendwie so? Das war, glaube ich, genau. Forza 6. Genau. Ist das eigentlich real gewesen oder war das nur ein Witz? Ich
keine Ahnung, der Metzger hat damals gesagt, das ist anscheinend real, aber ob das jetzt wirklich stimmt, ist eine andere Frage. Ich meine, ich kenne es, da war schon wieder übelst lustig, aber ich will nicht... Also wenn es wirklich so ist, dann ist es halt schon irgendwo witzig, aber es wäre mir neu, wenn in diesen Games realistisch auf Sprit geachtet wird. Ich meine, es gibt tatsächlich Spiele, wo es halt tatsächlich, wo, ich sag mal, Ressourcenmanagement betrieben... Also ich habe sowas schon ein, zwei Mal gesehen, wo es nicht... Ja. Ich meine, es ist halt einfach eine legitim witzige Challenge, dass du halt wirklich so optimal fahren musst, dass du sowas erschaffst, ne? Ja. Okay. Aber, naja, so. Ich will jetzt halt nicht derjenige sein, der jemand aussieht, aber wenn ich schon die ganze Zeit lache, ihr müsst ins Bett, dann würde ich sagen, dann mach das doch einfach. Okay, ich weiß nicht, Pix ist gerade nicht mehr am Ding, am Mikro. Deswegen sage ich jetzt einfach von ihr auch aus gute Nacht, oder ja, sie hat mich nur zustimmend angenickt. Dann wünsche ich euch beiden eine gute und angenehme Nacht. Jo. Und dann bis wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch, wenn es dann wieder heißt Bouncy Boobs mit irgendeinem Gimmick. Ganz genau. Ich werde übrigens gucken, ob ich irgendwas noch Alternatives finde, was du demnächst spielen kannst. Ich halte auch mal meine Augen auf. Nein. Okay, dann, ja, schönen Abend noch und bis dann. Jo, ciao, ciao. Tschüss. Ich bin der Mann, der Leute schlafen schickt. Aber ist doch gut. Okay. Ist das zu einem Superhelden oder zu einem Superschurken? Ich glaube beides. Weil ich habe mir zum Beispiel auch gesagt, dass ich anfangen muss, Mittwoch zum Beispiel nicht mehr ganz so lange zu machen, weil ich dann morgens sonst Probleme mit der Beruf habe. Wenn ich da nochmal eine Stunde früher aufgehen muss als normal. Das ist problematisch, nur wenn ich sofort wieder da. Es ist quasi ein Fluch und ein Segen, würde ich sagen. Nee, warte mal, ich muss glaube ich dann irgendwie dann verschrecken. So, zap und durch. Nice. Ja, ich mache auch für heute nur bis maximal irgendwie 23 Uhr. Morgen ist ja wieder Montag. Yay! Wir freuen uns alle darüber. Richtig toll. Ich kann nicht killen. Jetzt mal wieder eine Mine. Telefon. So, zap. Und dann habe ich wahrscheinlich jetzt, glaube ich, einen Ausgang wahrscheinlich verbaut. Kann das sein? Ja, okay. Ich muss da irgendwie einen hinlotsen oder hinbringen. Aber wie? Er hat ja gedacht, dass Murder-Sukuban mit Off-Brand-Killern doch ein wenig gehirnanregender ist am Sonntag. Aber ist ja wie bei mir immer so, ich fange das Casual an und dann so, oh Scheiße, die Puzzle sind ja doch ein bisschen trickier, als ich gedacht habe. Verdammt, denken an den Sonntag. Ihr wisst ja, was offen. Legitim spaßiges Spiel ist mit Spaß, wenn der Player auch ganz bestimmt simpel gehalten ist. Sag an. Oh Gott, wie hieß es denn?
Honeypop heißt das, glaube ich. Ja. Das ist spaßig. Auch wenn es im Großen und Ganzen eine Art Candy Crush ist, hätte ich gesagt. Ich meine, das ist das dritte Spiel, weil es gab ja einmal Honey Pop, dann nochmal ein zweites Honey Pop. Und das dritte, was sie herausgebracht haben, ist ja nicht mehr dieses Match 3, sondern mehr so ein Tycoon-Simulator-Ding, wo du halt diese Webcam-Sachen irgendwie handelst. Ja, ja. Und ich habe gesehen, dass. Das ist, glaube ich, auch gerade nicht so YouTube-freundlich, das Spiel. Nö, ist es auch nicht. Julian fucking Reichelt wurde von der Maus geratiot auf Twitter. Was ist denn heute schon wieder los? Die Welt ist weird. Weil der anscheinend wurde bei der. Ich werde mich jetzt auch mal verabschieden, Leute, ich bin nämlich müde. Okay, dann guten Abend, André. Ciao, ciao. Bis Mittwoch wahrscheinlich. Jo, ciao, ciao. Okay. Nee, weil anscheinend wurde bei der Sendung mit der Maus irgendwas über transsexuell erzählt. Und dass es halt Menschen gibt, die sich halt mit ihrem Geschlecht nicht wohlfühlen. Meine. Ja, gut, wie früh muss man das erzählen? Keine Ahnung. Meinetwegen soll jetzt auch nicht so schlimm sein. Wenn Kinder zumindest um die Existenz von sowas wissen. Wir sind ja hier nicht in Russland, wo alleine schon die Erwähnung der Existenz von Homosexuellen schon gleich unter Strafe steht. Erstmal aber den Gulag. Ja, nicht, weil du wirst dann einfach straight up ins Gefängnis gesteckt, ne, wenn du Leuten. Also nee, nicht mal, nicht. Also früher war es ja tatsächlich nur die Bewerbung von Homosexualität. Die als in Anführungszeichen Bewerbung. Die halt strafrechtlich galt, sondern jetzt halt auch straight up, wenn du halt einfach in der Öffentlichkeit erwähnst, dass es Homosexualität gibt, dann hast du schon direkt die Scheiße am Arsch. Ne? Das ist, ja. Ich weiß nicht, ich hab's letztes Mal mitbekommen, es wurde wohl wieder einen neuen Richter am Gerichtshof vereidigt und die wurde halt gefragt, ja, definieren Sie mal den Begriff Frau. Und klar, einerseits kannst du das einfach ganz einfach und simpel erklären, oder du machst das total kompliziert. Nur in dem Kontext ist es so, egal was du sagst, die Antwort ist falsch. Wo ich mir auch einfach nur wieder denke, dann so, Leute, die Welt geht vor die Hunde, wir gehen uns immer weiter irgendwie an die Gurgel, können wir nicht einfach mal irgendwie mal versuchen, die ganze Scheiße mal an einem Strang zu ziehen und irgendwie mal die großen blauen Punkt, der hier durchs Universum fliegt, mal irgendwie mal gemeinsam irgendwie zu retten und nicht irgendwie auszubeuten. Und uns gegenseitig irgendwie einfach nur hier ans Bein zu pissen, anscheinend nicht. Fuck, dann krieg ich ja den Polizisten da nicht weg. Was ist ans Telefon? Aber wie? Oh mein Gott, ich hätte inzwischen auch Alkoholkollektionen drin. Ah. Gore-tastic. Oh Gott, jetzt müssen wir auf die Katzen aufpassen. Ich will nur Menschen umbringen, mein Gott. Jetzt muss ich die Katzen hier aus Versehen ins Feuer rennen. Verdammt! Bobbing, guten Abend, Maria. Hallo, Maria. Hallo. Ich möchte sagen, dass dein neues Bild von vorhin, dieser Sketch, der war schief. Ah, Fende Muschi. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Sind die Haare so designt, dass sie aussehen wie diese Blume? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Haare so lasse. Vielleicht mache ich es ja auch ein bisschen einfacher, weil irgendwie muss ich es ja animieren. Ja gut, aber dann wäre es doch aber interessant, wenn die wie die Blume aussehen. Oh, so ein bisschen. Was sind denn Pixel, die Schwarzen?
Die sind gerade ins Bett gegangen. Die habe ich ins Bett geschickt. Wir müssen morgen früh wieder raus. Ja. Okay. Ah, ich schätze mal, weil sie noch vor der Arbeit was erledigen müssen. Wir müssen ja da was straight ins Bett. Aber waren die nicht früher auch irgendwie bis um 12 wach geblieben an einem Sonntag? Ja, aber jetzt müssen wir wahrscheinlich schon irgendwie um 4 Uhr morgens wieder raus. Oh, fuck. Naja, wie geht's euch? Och, ganz gut. Ganz gut. Geil. Oh, ich kann mir halt auch zu. Hallo? Ja. Wir sind noch da, keine Sorge. Achso. Ich muss noch kurz am Wort. Entschuldigung. Wir werden Fragen gestellt für die Zwischenprüfung. Schreib einfach hin, müssten Sie das als Lehrer nicht selber wissen? Die Frage macht überhaupt gar keinen Sinn, das ist gar nicht logisch. Sie werden bezahlt, ins Lösungsbuch zu gucken. Was ist Ihr Lieblings-Harry Potter-Film? Harry Potter und ein Stein. Prüfung. Ihr müsst demnächst Prüfungen schreiben. Und du hast schon auch angefragt, wann ich hier so, wie lange ich noch mache, weil du müde bist? Nee, ich will noch nicht ins Bett, ich hab nur gefragt. Oh. Ich latsch gerade durch mein Zimmer, um noch ein paar Schritte zu machen heute. Und nachher gehe ich noch aufs Fahrrad. Mann, wenn ich jetzt sie erschrecke und umbringe, rennt die Katze wieder ins Feuer rein. Ich bin gerade noch dabei, meine letzten Sachen ins Taschen einzutragen, ins Bullet Journal. Meine ganzen Bilder, so meine Ideen. Ich habe diesen Cleopatra-Sketch gemacht, ich habe den Spinosaurus gemacht, ich habe die Commission fertig. Gibt es denn eventuell einen Weg? Hast du den Jaguar-Sketch hier schon reingemacht? Nein, habe ich nicht. Wann habe ich das denn fertig gemacht? Ah. Okay, jetzt muss auch lösen. Du hast einen Cleopatra-Sketch gemacht? Ja, sowas ähnliches, warte mal. Halt nichts Großes, aber mal hin. Du hast bestimmt wieder mit Design deutlich cheatet, für du alter Cheater. Bisschen. Hab ich doch auch gemacht, deswegen sieht die Pose auch so gut aus. Verdammtes Künstlerpack. Immer benutzt ihr irgendwelche Tools, um euch die Arbeit einfach zu machen. Ich sitze jetzt schon viel zu lange an diesem Character Sheet, weil ich das halt so gut wie möglich machen will für die Prüfung. Ich möchte das extra gut machen. Und dann wird die Animation voll schlampig und sagen die, sehr voll schlampig die Animation. Schlampig gezeichnet, schlampig animiert. Total stumpfe Anime-Scheiße. Japaner Schlampen. Ich mache einfach eine Folge Japaner Schlampen und dann nur nicht. Weil wir stehen die Prüfung. Der kommt weg, der kommt weg. Ach, aber dann. Ah, verdammt. Wie komme ich denn da lang? Dann geht mal gestattet die Katze ab und das ist böse. Das macht man nicht. Ach. Aber Maria, wo du gerade so müde da bist, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, was ich irgendwie Montag nochmal für dich holen soll, was du gerne essen wollen würdest? Oh Gott. Ja, der ist gerade nicht anwesend, sondern nur ich, Lin und Kaddel. Also kannst du dir leider gerade nicht Gott aussuchen. Ich weiß doch gar nicht. Nimm das, was du da hast. Ich will ganz viel essen, aber ich darf nichts essen. Ich habe vorhin schon wieder 2 Scheiben Brot gegessen, was ich nicht hätte machen dürfen. Wisst ihr, was mich richtig aufregt? Wenn ich mein Telefon lauter und leiser mache, ne?
Da macht das straight up einfach nur die Medienlautstärke, aber nicht meine Klingeltonlautstärke. Das heißt, er priorisiert den Medienton vor Klingelton, auch wenn ich nichts an Medien anhabe. Das finde ich scheiße. Und YouTube macht immer noch automatisch Untertitel bei Videos, wenn ich das auf dem Smartphone gucke, warum was für ein Trick. Die behindert. So, zack, zack. Wie komme ich jetzt da dann lang? Ich hab keine Rezepte bei kein Stresskochen gesehen, aber die Zutaten ein bisschen teuer. So eigentlich mal den Dinosaurus schon gesehen, Maria. Beim Dino, welcher Dino? Den hat Dino gezeichnet. Aber warte, ja doch, den hab ich gesehen, der ist cool. Oh, viel. Und darüber ist Cleopatra. So, Katze jagen wir da rein. Und hast du die Commission, vorhin gesehen? Ich glaub, die hab ich gesehen. Oh, und ich hab noch was, woran ich angefangen habe zu arbeiten. Ich denke, das muss ich auch noch mal fertig machen. Das ist nämlich. Oh, das sieht cool aus. Ist das fertig? Was? Das Bild? Na, die Commission, ja. Zurück. Ich denke, die ist soweit fertig, hätte ich gesagt. Geil. Fällt dir denn noch irgendwas Negatives auf? Oh, Vater, muss ich eventuell mit zurückjagen? Jetzt auf den ersten Blick nix. Ach ja, ich muss mit zurückjagen. Das freut mich. Vielleicht, warte. Die hat doch dieses Ding auf der Brust, ne? So. Ja. Soll das so ründlich sein an den Seiten oder soll das gerade sein? Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, das ist halt so, wie ich das immer mache. Achso, weil wenn der Kunde damit zufrieden ist. Ich hatte die Outlines hatte ich schon gezeigt gehabt und da hieß es, das ist kein Problem. Also es ist alles in Ordnung. Okay. Aber recht technische Geräte müssten eigentlich ein bisschen gerade sein. Aber das ist ja in dem Fall tatsächlich mein Stil, ehrlich gesagt. Dann habe ich das Bild, was ich jetzt gerade noch eingestellt habe, daran habe ich mal angefangen zu arbeiten, also ich hier weitermachen. Ich wurde nämlich inspiriert. Das sind ja dicke Ubongos. Die wirken halt wirklich riesig in dem Bild. Yes. Das liegt an dem kleinen BH. Das Wort des Tages. Das liegt an dem kleinen BH, deswegen sehen die Brüste so groß aus. Moment, ist das nicht. Ist der nicht normal groß? Ja, schon, aber. Irgendwie durch den BH wirkt das super groß. Ah. Na gut. So macht das also komplett richtig. Und da runter. Ich habe tatsächlich die. Jetzt noch einen kleinen, ganz kleinen Sketch. Ich müsste irgendwie da vorne hinkommen an dem Busch. Vagina. Ubongo.
Dinge, die wir alle gerne hören und machen. Wenn es besessen von Bongos. So, Bullet Journal ist fertig. Oh, ich muss morgen früh erstmal zum Arzt. Zahnarzt. Warte mal. Du musst zum Zahnarztmittel. Ah. Routine Untersuchung. Am Dienstag gehe ich wieder Plasma spenden. Nice. Und Mittwoch habe ich Konsultation mit meinem Dozenten. Amazing. Na gut. Also hast du eine richtig schöne spaßige Woche vor dir. Ja. Yay. Deswegen muss ich meine Freizeit ein bisschen besser nutzen. Ach, Zug Maximum. Ich möchte mehr Sport machen und mehr zeichnen. Mahlzeit. Max, wie ich mir hier auf dieser Seite eigentlich geschrieben habe, dass ich Zeichnetes und Skizzen, dass ich das für so eine Strichliste mache, aber jetzt mache ich ja dann das straight up, dass ich das immer hier reinschreibe und die Seite ist aber einfach gleich schon wieder voll. Weil ich habe dafür nur eine Seite eingeplant, weil ich hatte eigentlich geplant, dass man Strichliste machen, dann wäre es ja eigentlich gewusst gewesen. Ich glaube, bis hier war ich schon irgendwie richtig. So, noch 4. Also, ja. Ich war nur ein bisschen voreilig gewesen. Ich hab die Katze will nicht abfackeln. Verdammt! Wenn die Katzen abfackeln, nein, ich darf sie ja explizit nicht abfackeln. Oder mich selbst auch nicht. Menschen abfackeln, passt auf. Ich alles Gewaltverbrecher. Das ist ein Hassverbrecher. Verbrennt ihn. Das ist nicht noch viel schlimmer als der Gewaltverbrecher. Nein, brennende Muschi! Was für ein Bongo drin? Oh, jetzt haben wir Karot verscheuert. Ja, ist normal. Ich hab doch gar nicht gemacht. Ja, ist normal. Aber auch gleich 23 Uhr, das heißt. Das heißt Schlafenszeit. Ich dachte, Karot liebt mich. Das Licht, das blendet. Hast du es gestern einfach nicht mitbekommen, wie sehr sie dich lieb hat? Spektakulär. Ben. Ja? Ich muss die nächsten 4 Tage noch jeweils 10.000 Schritte machen. Habe ich diesen Monat mal mein Pensum erreicht? Ja. Ja. Ich habe in meinem Bullet Journal eingetragen, dass ich dieses Jahr 2,7 Millionen Schritte laufen will. Also, sprich 225.000 Schritte im Monat machen will. Und ich habe das die letzten beiden Monate nicht geschafft. Der muss jetzt mehr laufen. Muss dich ranhalten. Ja, ich glaube spätestens, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann muss ich mich sehr, sehr viel bewegen. Ich muss bald etwas Gras anfassen. Aha, alter Käfer. Wartet mal, ich komme mal über PC rein. Dann gib mir so eine Sekunde, dann mach ich mein VR-Headset jetzt erstmal rein, weil ich wollte noch ein bisschen zum Abend ausklingen. Ein bisschen Schießstoff an. Hilfe, jetzt Kabelsalat. Hilfe. Ja. Der wird auch noch wieder entwirrt bald an deinem PC. Hab das USB ja nicht umsonst gekauft. Wisst ihr, wer auch richtig dicke Ubongos hat? Tix! Ha! Wie komme ich jetzt darüber? Aber ich komme nachher nochmal über Handy rein, aber erstmal mit dem Ziel. Okay. Warte mal, versuchen wir es nochmal andersrum. Statt das Buchregal nach da entfernen zu lassen, mach so eine andere Seite mal. Ist down, zweites down, nice.
N würde ich nicht. Ich bin auch noch da, hallo. Ich muss auch Ton machen. Ja. Da so, ich höre euch nicht, ich kann einfach was sagen. Hast mich mal wieder mal rein zu viel Stumm geschaltet, ne? Ich höre dich nicht, ich hab Kopfhörer aufgespackt, ne? Oh nein, Katzen dürfen nicht nass werden. Erst dürfen die Pussys nicht brennen, jetzt dürfen die Pussys nicht feucht werden. Ja, was denn, Jun? Aber du schießt auf Pussys nicht. Obongo. Oh, man merkt, du bist wirklich müde. Ja. Aber ich darf noch nicht schlafen. Noch nicht schlafen. Oh, ich habe ein Rezept gesehen von Kein Stress Kochen. Der hat so einen Teig gemacht und das kannst du eine ganze Woche lang benutzen für verschiedene Rezepte. Ich will das auch machen. Ach, nein, nicht. Nein. Doch noch selber herausfinden, wie ich das hier schaffe. Ah, Linde, sind wir ja zurück. Am Mokus. Ich will die Sachen von Kein Stress kochen. Ja, dann tust doch einfach. Ich hab Geld, aber ich hab keine Zeit zum Kochen groß. Ich habe auch keine Zeit zum Kochen. Weswegen ich es auch in letzter Zeit deutlich weniger tue als gedacht. Ist das nicht kacke? Man will richtig viel machen. Eigentlich hat man irgendwie die Zeit, aber kriegt einfach nichts gebacken. Mhm. Ja gut, dann ich habe eigentlich nicht mal wirklich die Zeit dafür. Eine Stunde am Tag. Ich habe, was habe ich denn? Also ich habe ja morgens halt bis 9, das heißt ich schlafe bis ich halt, wie lange ich halt kann. Und dann habe ich abends, ich bin 18 Uhr aus der Arbeit, das heißt ich bin gegen circa 6:30 zu Hause. Heißt ich, naja 6:30, wenn ich halt Glück habe, ne? Da muss ich noch kochen und das heißt, ich bin um frühestens 7:30 bin ich halt irgendwie an dem Punkt, dass ich meine Freizeit starten kann. Ich, ekelhafter Hurensohn, hab einfach richtig viel Freizeit und krieg nichts gebacken, ey, weil ich mich immer ablenken lasse oder zu langsam bin, ich lösche mich. Moment. Warum hat mich dieses Spiel gerade straight up ins Hauptmenü befördert? Spooky. Ich wollte jetzt nämlich gucken, was ist denn New Game? Oh nein, ach nein, jetzt habe ich ein neues Spiel gestartet. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Zurück. Scenes. Oh, erstmal mit dem Stift am Rücken kratzen, geil. Wow. Oh, ich brauche wieder einen Rückenkratzer. So ein, aber ein wirklich explizit für den Arsch. Ich meine, dann geht die Katze wieder aus Wasser. Fuck. Oder so ein für den Kopf. Es gibt so ein Kopfmassage-Kratzgerät. Das Ding ist, es kann ja nicht mehr daran liegen, dass ich irgendwie schlechte Hygiene hätte. Ich dusche halt wirklich jeden zweiten Tag. Aber trotzdem, irgendwie ist es kratzig. Man will sich kratzen. Das nicht, wenn ich weiß, ich bin unterwegs, muss ich jeden Tag duschen, Haare alle 3 Tage waschen. Was zum Fick kann ich eigentlich alles sammeln? Denn ich komme immer noch nicht auf diesen HP Baxter für Wish klar. Junge, ich komme darauf nicht klar. Weil er wie ich zu sehr irgendwie HP Drucker ähnelt? Ja, aber halt auf eine gruselige Art. Warum? Wieso? Warum? Ich hab Angst. Ah. Ich meine, passiert halt. Jeder Mensch hat genetisch gesehen mindestens eine Person, die fast Klon ist mittlerweile auf der ja, Welt. Ja, aber der Typ scheint auch Scooter-Fan zu sein und zieht sich halt genauso an. Ja, vielleicht ist er auch einfach nur, wie du meintest, einfach nur ein Scooter-Fan, ein sehr intensiver Scooter-Fan. Ich find halt diese Leute super strange, die sich genauso wie HP Baxter anziehen und auch die Haare so blondieren. Was sagen halt die keine Perino-Werbespot machen, ist alles gut.
Ja, das auch. Diese verdammte Hyperino-Werbung. Warum HP, warum? HP, Drucker. Smarter, faster. Tintiger. Raus, Ben, einfach raus. So, ich werde jetzt, Hey, komm, ich habe nicht diese Hyperino-Werbespot-Gedönse gemacht, also bitte. Apropos, du Assi, wollen wir nachher noch ein bisschen No Game, No Life gucken? Hm, vielleicht. Gut. Dann würde ich nebenbei radeln und wir gucken das. Ja. So. Oh, was ist das denn? Warte mal. Eine fucking Glock. So, dann schmeißt die da das Bücherregal um. Oh mein Gott, sie spielen sogar dieses Musikstück ab. Oh. Ich müsste sie jetzt irgendwie dahin lassen, damit sie die Mine aktiviert. Schon mal gut aus. Dann einen da lang. Und Knallping, boom. So, dann haben wir den Film jetzt auch abgeschlossen. Ja, es sind noch ein paar offen. Ja, aber ich würde sagen, wir haben jetzt eh gleich 23 Uhr. Dann werde ich auch mal gleich den Stream nochmal beenden. Kann ich mal schauen, haben wir irgendwas Interessantes hier im Shop drin? Was wir gerade leisten können für 1000? Ja. Die SC-Karten oder was anderes habe ich jetzt nicht bekommen, außer die ich jetzt hier gespielt hatte noch. Ich bin schwul. Nee. Oh Gott. Ja, nö. Den würde ich jetzt auch erstmal sagen, lasse ich es auch mal für heute erstmal sein. Haben wir gleich 23 Uhr, deswegen hau ich schon mal das Outro mal rein und mein Gameplay-Sound mal aus. Ja, nö. Das war jetzt Slayaway Camp, der ja, Vorgänger zu hier Friday the 13th. Das Spiel, was im Grunde sich dann halt, das Franchise im Grunde aufgekauft hatte, sag ich mal, sich rausentwickelt hatte. Das, was wir jetzt ja gerade spielen, sind ja im Grunde einfach so Mockups von verschiedenen Horror-Filmen, die man halt kennt. Zum Beispiel Slayaway Camp ist natürlich halt hier Freitag der 13. Dann haben wir zum Beispiel ja auch hier Santa Slay oder My Gold Valentine, was ja mein Bloody Valentine ist. Hell Camp. Weiß jetzt ja auch nicht genau, worauf das jetzt genau anspielt. Oder hier zum Beispiel Yo's Skullface. Das sind auch, sag ich mal, Anspiele auf irgendwelche B-Movie-Horror-Trash-Sachen noch hier aus den 70er, 80er Jahren. Ja, aber war jetzt mal ganz nett, ist halt ein bisschen goriges Sokoban. Deswegen würde ich jetzt auch mal sagen, erstmal Dank an alle Leute, die jetzt im Chat mit dabei waren, wie auch im Discord. Lynn, Maria, ihr dürft noch mal kurz Tschüss sagen. Tschüss, gute Nacht. Lynn? Gute Nacht. So, dann waren das von den beiden noch mal alles Gute. Ja, wie gesagt, danke, dass alle jetzt dabei waren. Und ja, dann nächste Woche Daumen drücken, dass der Controller bis dahin da ist. Dann kann ich auch wieder ein bisschen was mehr spielen, was ich eigentlich auf dem Sinn hatte. Was auch vielleicht ein bisschen länger wieder geht, anstatt halt so ja, 1-2 Stunden Mini-Stream-Sachen. Dann vielleicht machen wir dann mal was so, keine Ahnung, 3-5 Stunden Streams. Was genau, ja, keine Ahnung, aber es sind halt sehr, sehr viele Varianten noch offen. Also, ich werde mich einfach mal selbst überraschen. So.
dann würde ich mal sagen, das war's jetzt erstmal für heute. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Ben. Tschüss.